بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. Die Menschen im diesseitigen Leben sind am Schlafen. Deswegen wollte ich kurz erinnern. Wir lassen uns ablenken von diesem Moment, obwohl dieser Moment hier oder wird jeder von uns erleben müssen. Dieser Moment, an dem jeder vorbeigehen muss, der Tod. Dieser Moment ist der Moment der Ergebenheit und Geduld. Gedenkt viel, den Genuss zerstöre, der Tod. Dann wird dies euch ablenken von dem, was ich hier sehe. Es gibt keine Heilung für diesen Moment, denn keine Aufhalt. Egal, wo du dich versteckst. Dieser Moment, der Tod, an dem jeder vorbeigehen muss, der Tod. Der Gesunde und der Kranke werden alle diesen Moment erleben. Damit wir uns ein bisschen erinnern, jeder Sohn Adam wird diesen Moment erleben müssen. Damit wir uns ein bisschen erinnern, dann musst du dich ergeben. Engel werden kommen, deine Versorgung ist zu Ende. Du wirst Angst empfinden in diesem Moment. Wird immer schwerer. Dein Herz schlägt immer langsamer. Von 70 auf 50, 40, immer weniger. Deine Sehkraft wird immer schwächer. Deine Glieder kannst du nicht mehr bewegen. Dein Blut fließt nicht mehr richtig im Körper. Und du stehst da. Du kannst dich nicht mehr verteidigen. Du kannst nicht mehr losrennen. Und du stehst da. Machtlos. Ist der erste Schock. Was gibt's denn zum Lachen? Ist der erste Schock. Wo du den Todesengel siehst, was gibt's denn zum Lachen? Dieser Moment. Sie wollen nicht, dass du gehst, aber du musst gehen. Du musst dich vom diesseitigen Leben trennen, ob du willst oder nicht willst. Sag La ilaha illallah. Es gibt kein Gott außer Allah. Das ist der erste Schock. Der Tod hat seine Trunkenheit, na'udhu billah. Also wir dürfen nicht unachtsam sein. Da beginnt das wahre Leben. Ich warne euch, nehmt euch in Acht. Ist der erste Schock, das ist der Todesengel. Was ist mit uns? Wir ignorieren den Tod. Was ist mit uns? Wir haben erst den Tod vergessen. Warum? Durch die Schönheit von dieser Dunya. Warum? Durch den Schmuck vom diesseitigen Leben. Warum? Durch unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Arbeit, unsere Kleidung, unsere Haare, unsere Autos. Das ist derjenige, der etwas geehrt hat, was Allah erniedrigt. Das diesseitige Leben. Wir heute ehren das diesseitige Leben, obwohl sie gar keinen Wert hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist dir Allah derjenige, der das diesseitige Leben geehrt hat. Ihr Würde geschenkt hat ihr Allah, obwohl du sie erniedrigt hast, ja Allah. Der Gesandte Allah sagt, der guckt nach rechts, sieht seine Taten. Guckt nach links, sieht seine Taten. Guckt nach vorne, sieht seine Taten. Und sie werden zur Rechenschaft gezogen werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz allein, nackt. Gegenüber ist das Hell und Feuer, Al-Iyadu Billah. Aber unsere Sorge, unsere Bäuche zu füllen, unsere Sorge, unser Konto zu füllen, unsere einzige Sorge, unsere Klamotten, unsere Frauen und Kinder. Sorge. All das hat uns abgelenkt vor dieser Wahrheit, A'udhu Billah. Der Tod ist hinter ihm her und er lacht, aber der Tod verlangt nach ihm. Aber keiner will vom Tod etwas wissen. Das ist eine Wahrheit, liebe Bruder, die wird kommen, ob du willst oder nicht. Ob du dich davor versteckst, ob du davor fliehst. Jede Seele wird sterben müssen. Jede Seele wird den Tod schmecken. Euch traf die Katastrophe des Todes. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'an-nari wa udkhila al-jannata faqad faz. الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Sie kennen nur die Außenseite des diesseitigen Lebens. Das Jenseits aber beachten sie gar nicht. Das Jenseits beachten sie gar nicht. Heute ehrlich gesagt, viele Menschen und viele Muslimin unter diesen Menschen, das ist das Traurigste, wal-iyadu billah. Viele, die den Koran verstehen, viele, die den Koran lesen, aber nicht begreifen, wal-iyadu billah.
der Beweis dafür, dass sie sich beschäftigen immer noch mit dem diesseitigen Leben und sich ablenken lassen vom Jenseits, das ewige Leben, das beständige Leben, das eigentliche Leben, dort im Paradies, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Viele Menschen lassen sich von diesem Moment ablenken, diese grausamen Momente, wo du Angst haben wirst. Du wirst so viel Angst haben wie noch nie zuvor. Diese Angst in diesem Moment wird immer wieder steigen. Du wirst trauern, du wirst Bedauern empfinden in dein Herz. Du wirst weinen in diesem Moment. Du wirst Kummer haben und Sorgen, wal'iyadu billah. Dieser Moment ist die Trunkenheit des Todes. In diesem Moment liegst du in einem Zimmer und vielleicht deine ganze Familie um dich herum. Deine Frau weint, deine Kinder weinen, deine Mutter weint, dein Vater weint, deine Freunde sind am Weinen. Alle, die dich lieben, sind am Weinen. Warum weinen sie? Warum weinen sie? Sie weinen, weil sie sich von dir trennen müssen. Sie haben begriffen, sie sind machtlos. Sie wollen nicht, dass du gehst, aber du musst gehen. Du musst dich vom diesseitigen Leben trennen, ob du willst oder nicht willst. Und das ist ein grausamer Moment. Aber viele Menschen haben diese Momente vergessen. Die Versuchung des Todes. Und dieser Moment muss jeder erleben. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Liebling Allah, hat das erlebt. Der beste Geschöpf bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der ist lieber bei Allah als die Malaika, als die Engel. Und trotzdem sallallahu alaihi wasallam hat die Trunkenheit des Todes gespürt, alaihi salatu wasalam. Also wir müssen es auch spüren, liebe Brüder. Und wir werden es spüren, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. In diesem Moment, du wirst das sehen, was viele leider nicht wissen. Und du wirst das sehen, was du nicht damit gerechnet hast. Plötzlich erscheint dein Feind in diesem Moment. Wer ist dein Feind? Als Shaitan, der Teufel. Der wird kommen, dein ganzes Leben lang. Er hat alle Mühen gegeben. Er hat sich angestrengt und bemüht. Und jetzt mal eine Falle für dich vorbereitet, damit er dich ins Höllenfeuer bringt. Und oft hat er dich besiegt. Oft hat er dich besiegt. Du hast einen vollständigen Verstand gehabt. Du warst gesund. Du warst nicht ohnmächtig wie im Trunkenheit des Todes. Deine Kraft lässt nach. Dein Verstand funktioniert nicht mehr richtig. Wie willst du ihn dann dort besiegen, wenn er dich hier im diesseitigen Leben, in deiner Lebenszeit, hat er dich besiegt. Dort wird er kommen. Und er wird an deinem Kopf stehen. Und was wird er versuchen? Sein einziges Ziel in diesem Moment, seine einzige Sorge, dich von der Wahrheit abzulenken. Dich irre zu führen in diesem Moment. Dich abzuwenden von La ilaha illallah. Damit du La ilaha illallah nicht sagst. Was sagt der Adu Allah? Er sagt zu dir, sterb als Jude oder Christ. Sterb als Jude oder Christ, wal'iyadu billah. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wurde gefragt, wegen dieser Versuchung, die Versuchung des Todes, das ist der Teufel gemeint. Das ist der Teufel, wird dich rufen zum Kufr, zu Unglauben, wal'iyadu billah. Dann Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat gesagt, nicht jeder wird dort geprüft, aber der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat seine Umma, seine Gemeinschaft davor gewarnt und hat auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, nehmt Zuflucht bei Allah, sucht Zuflucht bei Allah von der Versuchung des Todes. Was hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, was wir sagen müssen in diesem Moment? Alaihi salatu wasallam hat gesagt, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir von der Pein des Grabes, der Pein der Hölle, der Versuchung zu Lebzeiten und die Versuchung des Todes und von dem Übel der Versuchung des Lügen-Messias Ad-Dajjal wal-Iyadu Billah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, der Führer der Gefährte der Sunna. Dieser Imam Ahmad hat gelitten in dieser Umma. Er wurde geschlagen für diese Umma. Er hat geblutet für diese Umma. Er wurde in Gefangenschaft genommen für diese Umma. Er war geduldig und hat viel getan für diese Umma. Jeder kennt Imam Ahmad rahimahullah. Dieser Imam Ahmad lag am Sterben. Sein Sohn Abdullah sagt, mein Vater lag am Sterben. Und jedes Mal sagt entweder, er ertrinkt ab und zu mal in Trunkenheit des Todes. Das heißt, er wird ohnmächtig. Mal wird er ohnmächtig, mal wacht er auf. Wenn er aufwacht, er zeigt mit seiner Hand und er sagt, nein, später, sagt Imam Ahmad, rahimahullah. Dann sagt er später, ist er aufgewacht. Er sagte, mein Vater, ich sagte zu dir, la ilaha illallah. Und du sagst zu mir, nein, später, der Sohn macht sich Sorgen um seinen Vater. Al-Imam Ahmad antwortet und sagt, oh mein Sohn, ich habe nicht mit dir geredet, sondern der Teufel stand an meinem Kopf
und sagte zu mir, ja Imam Ahmad, in deiner Lebenszeit, du bist mir entgangen. Wenn du mir jetzt noch entgehst, dann werde ich dich nie mehr kriegen. Stirb, Jude oder Christ. Ich sagte zu ihm, nein, später, damit ich dann wenigstens La ilaha illallah sagen kann und sterbe als Muslim. Das sagt Imam Ahmad, rahimahullah. Allah sagt subhanahu wa ta'ala im Koran, und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Hier, liebe Brüder, welche Wahrheit kommt? Welche Wahrheit werden wir sehen, wenn wir sterben? Du wirst erstmal erkennen, dass du das diesseitige Leben verlassen musst. Das ist eine Pflicht für dich in diesem Moment. Das ist der Moment, wo du dich ergeben musst. Du musst dich da ergeben. Die zweite Wahrheit, dass du sterben wirst. Dass du ein toter Mann bist. Dass du sterben wirst und du wirst erkennen, dass Allah der Einzige, der ewig Lebende, subhanahu wa ta'ala. Und die zweite, dritte Wahrheit, du wirst die Engel sehen, wie sie herabsteigen. Und du kannst nicht wissen, welche Engel werden herabsteigen. Die Engel der Gnade oder des Peines, wal'iyadu billah. Oder die bringen die Strafe mit. Die vierte Wahrheit, der Verkünder wird, kommt von Allah. Entweder bringt er dir frohe Botschaft, dass du ins Paradies gehören wirst, oder der wird, a'udu billah, dich verkünden, dass du ins Höllenfeuer gehören wirst. Und dieser Verkünder, entweder bringt er mit der Zorn Allah, oder er bringt das Wohlgefallen Allah mit, subhanahu wa ta'ala. Und du wirst den Todesengel sehen. Und du wirst, liebe Bruder, sehen. Du wirst erkennen, dieser Moment, diese Wahrheit, dein Grab, ist er entweder ein Paradiesgarten oder eine Grube von Höllenfeuer, wal'iyadu billah. Dieser Moment bringt all das mit. Aber leider dieser Moment wird von uns viel vernachlässigt, wal'iyadu billah. Möge Allah uns davor bewahren, subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Moment, wovor du auszuweichen pflegst. Viele Menschen heute, erzählst du über den Tod, er will nichts wissen vom Tod. Erzählst du über Fußball, er hört gerne zu. Erzählst du etwas vom diesseitigen Leben, vom Genuss des diesseitigen Lebens, hört er gerne zu. Aber erzählst du ihm vom Tod, von der Wahrheit. Du erzählst nicht von einer Illusion oder einer Lüge, sondern das ist die Wahrheit, die du erleben wirst, ob du willst oder nicht willst. Ob du reich bist oder arm bist, ob du gesund bist oder nicht gesund bist, ob du stark bist oder schwach bist, ob du ein König bist oder ein Diener bist. Das spielt in diesem Moment keine Rolle. Jeder von uns wird diesen Moment erleben müssen, liebe Brüder. Aber der Erfolgreichste ist der, der sich für diesen Moment vorbereitet hat. Das ist der, der erfolgreich sein wird. Das ist der Gewinner. Und der Verlierer ist der, der davon flüchtet und will nichts davon wissen. Weil der wahre Mu'min, auch wenn er Angst hat vom Tod, jeder hat Angst vom Sterben, aber er flüchtet nicht vom Tod, sondern er bereitet sich vor für diesen Tod. Wie Ibrahim ibn al-Adham, rahimahullah, die haben ihn etwas gefragt, was er denkt vom Tod. Er sagte, ich weiß, dass der Tod sich auf den Weg gemacht hat zu mir. Also ich habe mich auch vorbereitet und ich mache mich auf den Weg zu ihm. Das ist der, der verstanden hat. Nicht du läufst weg vom Tod, der wird kommen, ob du willst oder nicht willst. Allah sagt subhanahu wa ta'ala im Koran, Jalla fi ula, wo immer ihr auch seid, wird euch der Tod erfassen und werdet ihr in hochgebauten Türmen. Egal wo du dich befindest, egal wie viel du wegläufst vom Tod, der Tod wird dich erreichen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und du wirst die Wahrheit erkennen, liebe Brüder. In diesem Moment gehörst du zu den glückseligen, den glücklichen Menschen, die ewig im Paradies sein werden, in diesem Moment, wenn du am Sterben liegst. Oder du gehörst zu den Unglückseligen für die Ewigkeit, wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns für diesen bewahren, inshaAllah. Viele Menschen, wie gesagt, wenn jemand Hunger hat, er wendet sich zum Essen. Er isst was. Und wenn du durstig bist, du wendest dich zum Trinken, zum Wasser. Und wenn du krank bist, du wendest dich zum Arzt. Aber ehrlich gesagt, in diesem Moment, wo du am Sterben liegst, zu wem willst du dich wenden? Wohin willst du? Wer soll dir in diesem Moment helfen, ja Achi? Dein Geld wird dir nicht mehr nutzen. Deine Kinder, deine Familie, die stehen da und weinen. Niemand kann dir helfen in diesem Moment. Und wenn wir alle Ärzte dieser Welt holen in diesem Moment und versuchen, dich in diesem Moment zu behandeln, dich zu heilen von Trunkenheit des Todes, sie versuchen, diese Seele aufzuhalten, damit sie nicht rausgeht, Wallahi al-Azim, sie stehen da machtlos.
Sie sind unfähig. Sie besitzen nicht die Kraft, den Tod aufzuhalten. Weil das ist ein etwas vorher Bestimmtes von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein festgesetzte Frist von wem? Vom Allmächtigen Jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah spricht, jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist. Und wenn ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen. Niemand kann diesen Moment ändern. Niemand kann etwas an diesem Moment ändern, liebe Brüder, außer Allah Jalla fi'ula subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, gewiss, der Tod, vor dem ihr flieht, gewiss, er wird euch begegnen. Hierauf werdet ihr zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Dieser Moment bringt uns zu Allah zurück, subhanahu wa ta'ala. Wir werden allein vor Allah stehen. Und ehrlich gesagt, liebe Bruder, sind wir bereit für diesen Moment? Und dieser Moment kann jetzt sogar passieren. Kann jeden von uns treffen. Jetzt sofort. Niemand hat diese Garantie, wallahi, dass er diesen Raum verlässt lebendig. Niemand hat die Garantie, dass er von seinem Platz lebendig aufstehen kann. Ein Sahabi hat gesagt, wenn ich einatme, ich glaube nicht mehr daran, dass ich nochmal ausatmen würde. Ein anderer sagt, wenn ich einen Schritt mache, ich glaube nicht, dass der nächste folgt. Der andere sagt, wenn ich schlafen gehe, den Abend erreicht habe, ich glaube nicht, dass ich am nächsten Tag aufwache. Und andersrum genauso. Aber heute sind wir von einer Krankheit betroffen. Und das ist eine Krankheit, die sehr, sehr schlimm ist. Das ist eine Waffe von Iblis, aduallah, lange Lebenserwartung. Wir haben diese lange Lebenserwartung, mashallah. Wir sehen Leute sterben und jeder von uns denkt, ich bin nicht der Nächste. Jeder von uns ist sich sicher, innerlich, ich bin nicht der Nächste, ich bin noch gesund, ich bin noch jung. Wie viele junge Menschen gingen auf der Straße, fielen auf den Boden, sie wachen nicht mehr auf. Und wer sagt, dass du nicht der Nächste bist? Nachts, wenn du schlafen gehst, denk daran nach, ein bisschen daran. Wenn du schlafen gehst, du schließt die Augen, du hast keine Macht mehr über dich selbst, du hast keine Macht mehr über deine Seele. Sie wandert aus zu Allah, sie hat ein Treffen mit Allah, diese Seele. Und Allah entscheidet jede Nacht, wenn du schlafen gehst, ob diese Seele zu dir zurückkommen darf oder nicht. Wer sagt nicht, dass du der Nächste bist? Wer sagt nicht, dass du nicht der Nächste bist, liebe Bruder? Wie viele Menschen sind gestorben, plötzlich. Deswegen sagt Rasulullah sallam, ich nehme Zuflucht bei Allah, ich suche Zuflucht bei Allah vom plötzlichen Tod. Möge Allah uns subhanahu wa ta'ala davor bewahren. An diesem Moment, liebe Bruder, dieser Moment der Wahrheit, dein Gesicht wird gelb, deine Haut wird immer blasser. Du empfindest sehr starke Kälte in deinem Körper. Eiskälte, a'udhu billah, drängt in deinen Körper langsam ein. Du kannst deine Glieder nicht mehr bewegen. Du hast keine Macht mehr über deinen Körper. Dein Herz schlägt immer weniger. Dein Atem wird immer schwerer. Deine Zunge in diesem Moment wird immer schwerer. Du kannst nicht das sagen, was du willst. Du willst La ilaha illallah sagen, aber kannst du nicht. Wie viele Menschen, wal'iyadu billah, während sie am Sterben liegen, man sagt ihnen, sag La ilaha illallah. Und er sagt, ich kann nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Er möchte das gerne sagen, aber er kann nicht. Ihm wurde das verboten, wal'iyadu billah, weil sein Leben, er hat nicht nach La ilaha illallah gelebt. Er war beschäftigt wie diese Mädchen, a'udhu billah. Das war ein islamisches Land gewesen. Ein arabisches Land gewesen. In Universität. Beschäftigt mit Studium. Das Mädchen wird blass im Gesicht, fällt um. Ohnmächtig. Die Lehrerin hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Hat die Frau dann genommen, andere Zimmer. Und sie hat dann versucht, sie zu beruhigen. Aber die war in Ohnmacht gewesen. Und dann am Ende hat die Frau gesehen, das Gesicht dieses Mädchen wird immer dunkler. Schwarz. Und der Atem wird immer schwerer. Zeichen, wofür sind diese Zeichen? Der Tod ist gekommen. Der Todesengel ist anwesend. Dann hat diese Lehrerin sie versucht, La ilaha illallah beizubringen. Aber das Mädchen kann nicht sprechen. Sie kann nicht. Wir haben einem gesagt, dass ein Sahabi sagte, die Trunkenheit des Todes, das Gefühl ist so schlimm, wie ob alle Berge dieser Welt auf deiner Brust liegen würden. So schwer ist dieser Moment. Und das Mädchen dann hat angefangen, die Lippen zu bewegen. Aber diese Lehrer sagt, ich hätte mir gewünscht, sie hätte nicht gesprochen. Es hätte mir gewünscht, sie hätte nicht gesprochen. Was sagt sie? Es gibt keinen Gott außer Musik. Es gibt keine Gottheit oder kein Gott außer dieser Musik. Warum? Und dann starb sie. Ihr ganzes Leben lang war sie mit Musik beschäftigt, a'udhu billah. Und Sayyidina Umar sagt, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat.
Und wird dann Yawm al-Qiyamah auferstehen, wie er gestorben ist. Wenn du dich im Sujud stirbst, im Niederwerfen stirbst, du wirst vor Allah kommen, Yawm al-Qiyamah, in dieser Form, im Sujud, im Niederwerfen. Subhanallah. Stirbst du betrunken? Du stehst betrunken vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Stirbst du auf Drogen? Du stehst Yawm al-Qiyamah auf Rausch. Voll auf Drogen bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Was willst du Allah sagen? Was willst du Allah sagen? Und Allah wird dich fragen. Das ist nicht irgendein Richter, sondern das ist Allah. Das ist Allah und niemand, Allah, Yawm al-Qiyamah, subhanahu wa ta'ala, wird niemand Unrecht tun. Und du musst für alles eine Antwort haben. Für alles eine Antwort haben. Wer hat von uns einmal nachts gesessen und hat überlegt über das, was er den ganzen Tag gemacht hat? Und hat nachgedacht, Allah wird mich nach diesen Taten fragen. Nach all dem, was ich gesagt habe in diesem, Wallahi al-Azim. Manchmal wir vergessen, was wir in einem Tag gesagt haben, weil wir zu viele sagen. Zu viele Worte einfach so sagen. Und nach diesen Worten, wir vergessen diese Worte. Aber Allah vergisst nicht, subhanahu wa ta'ala. Weil er wird die erinnern, die vergessen haben. Er wird dich erinnern. Abdi, du hast das gesagt und du hast das gesagt und du hast das getan. Und du wirst dich erinnern, Yawm al-Qiyam. Aber wenn du keine Antwort hast, was bleibt übrig? Was bleibt dir übrig außer Jahannam al-Iyadu billah? Willst du Jahannam aushalten? Wer von uns kann Jahannam aushalten? Wer von uns kann das diesseitige Feuer aushalten? Wie oft vielleicht manche von uns werden vielleicht von Feuerzeugen, a'udhu billah, verbrannt oder vom Bügeleisen verbrannt. Wie schmerzhaft das ist. Und Yawm al-Qiyamah werden noch 69% dazu gefügt zum diesseitigen Feuer, a'udhu billah. Hudhayfa radiyallahu anhu sagt, ich hörte das diesseitige Feuer Zuflucht suchen bei Allah vom jenseitiges Feuer. Feuer hat Angst vor Feuer. Und Yawm al-Qiyamah werden nach allem gefragt, liebe Bruder. Sind wir überhaupt bereit für diesen Moment? Vor diesem Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem Moment, liebe Brüder, du spürst, während du am Sterben bist, Frostigkeit in diesem Zimmer. Einsamkeit. Alle sind da, aber du bist trotzdem einsam. Weil sie nicht das fühlen, was du fühlst. Du willst klagen, aber kannst du auch nicht. Du willst ihnen klar sagen, wie es dir geht. Sie können nicht das spüren, was du spürst. Sie weinen nur. Das Einzige, was sie tun, sie weinen, ihr Achim. Aber in diesem Moment, du bist durcheinander. Du bist verwirrt von allen Seiten Probleme. Du trennst dich von deiner Familie. Du trennst dich von die du liebst. Du trennst dich von dem, wofür du gearbeitet hast. Und du weißt, du musst gehen. Du musst gehen, du hast keine andere Wahl. In diesem bist du verwirrt. Plötzlich fängst du an, etwas anders zu sehen, als das, was du gerade gesehen hast, dein Leben lang gesehen hast. Da steht irgendjemand an deinem Kopf. Und das ist der Engel des Todes, liebe Bruder. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, alaihi salatu wasallam, wenn jemand stirbt, wenn der Todesengel des Todes erscheint in einer Familie und nimmt einer mit, ja, stirbt jemand, den ihr liebt, alle weinen um ihn. Viele sogar, a'udhu billah, klagen und fluchen, weinen, fluchen und klagen. Es erlaubt zu weinen, alhamdulillah, und zu trauern, aber nicht klagen. Weil damit bestrafst du den Toten der Armen. Der wird danach gefragt. Und du, Yawm al-Qiyamah, sowieso, al-Iyadu billah. Dann sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, diese Leute, die weinen, die Schmerzen haben im Herzen um den Toten, sagt, wenn sie den Engel des Todes sehen würden, sie werden den Toten vergessen und um sich selber weinen. Und der steht an deinem Kopf, du fragst dich, wer ist dieser Gestalt? Wir haben gesagt, Ibrahim, alaihi salam, als er ihn gesehen hat, zweimal ist er ohnmächtig geworden. So stark ist der Engel des Todes. Und du wirst andere Engel sehen, die herabsteigen. Es gibt zwei verschiedene Engel. Engel der Gnade oder Engel des Peines, wal'iyadu billah. Während du stirbst. Du stellst dir Fragen. Was wird der Engel des Todes mir in diesem Moment sagen? O du gute Seele, komm heraus zu Erbarmen oder zu Vergebung. Und Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Oder wird er zu mir dann sagen, o du schlechte Seele, komm raus zu Allahs Zorn wal'iyadu billah und seiner Strafe. Du bist verwirrt. Du weißt nicht mehr weiter, Achi, was du machst. In diesem Moment, du guckst dich um, o meine Kinder, o meine Familie, meine Brüder, meine Geschwister, lasst mich doch nicht allein. Lasst mich doch nicht allein. Aber die können nur weinen.
Sie haben nicht die Macht oder die Kraft, dir zu helfen. Ach, Wallahi, du bist einsam. Du sagst, ich habe doch für euch gearbeitet. Ich habe doch Geld für euch gespart. Ich habe doch Essen nach Hause gebracht. Ich habe euch doch bekleidet. Ich habe Nächte gearbeitet wegen euch, damit es euch gut geht im diesseitigen Leben. Ich habe doch euch Paläste gebaut und hohe Häuser gebaut. Und ich habe diese Häuser bevölkert mit all dem, was ihr wollt. Dann sagt er, bitte löst mich doch los von diesem Problem. Opfert eure Geld für mich. Kauft mich frei von Allah mit dem Geld, was ihr habt. Rettet mich jetzt. Können sie antworten? Wallahi, niemand kann antworten. Das Einzige, was du sagen wirst, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Das Einzige, was du sagen wirst, Allah spricht im Koran, nicht nützt mir mein Besitz und vernichtet ist meine Macht. Das ist das Einzige, was du noch sagen kannst. Dir ist klar jetzt geworden, niemand kann dir helfen. Außer wer? Allah Jalla fi'ula. Aber du hast Allahs Gesetze vernachlässigt. Wie soll Allah für dich da sein in diesem Moment? Wenn du nicht im diesseitigen Leben, in deiner Lebzeit für Allah da warst. Sei du heute für Allah. Dann wird in diesem Moment Allah für dich sein. Bewahre Allah. Dann werde ich Allah in dieser harten Zeit bewahren. Wallahi, Allah wird dich bewahren. Und niemand kann dich vor diesen Schmerzen und vor diesen Momenten bewahren, außer Allah Jalla fi'ula. Harun al-Rashid, Amir al-Mu'minin, rahimahullah. Dieser Mann, als er am Sterben lag, die ganze Zeit achtete er und guckte auf seinen Palast, auf sein Königreich, auf seine Macht, seine Armee, seinen Besitz. Allah hat ihm so viel Besitz gegeben, subhanahu wa ta'ala. Guckt und weint dabei und wiederholt das gleiche Vers die ganze Zeit. Ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Nicht nützt mir mein Besitz, vernichtet ist meine Macht. Wiederholt er die ganze Zeit. Am Ende hat er gesagt, ich bitte euch, ihr sollt mich tragen, damit ich mein Grab sehen kann. Ich möchte mein Grab sehen. Dann haben sie ihn getragen ins Grab, al-Iyadu billah. Dann hat er geguckt und hat angefangen zu weinen. Und hat sehr schöne Worte gesagt. Ya man la yazulu mulka. Ya man la yazulu mulka. Arham man zala mulka. Ya man la yazulu mulka. Arham man zala mulka. Er wiederholt die ganze Zeit ungefähre Bedeutung. O Allah, du bist der, dessen Königreich nie zu Ende gehen wird. Hab Erbarmen zu dem, dessen Königreich gerade zu Ende geht. O Allah, du bist der, dessen Königreich nie zu Ende gehen wird. Hab Erbarmen zu dem, dessen Königreich gerade zu Ende geht. Und hat dann wieder geweint und hat die gleiche Verse wiederholt. Nicht nützt mir mein Besitz, vernichtet ist meine Kraft. Und letzter Rat für mich und alle meine Brüder im Islam, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns weiß, als wir vom Mutterleib rausgekommen sind, zum diesseitigen Leben, ins diesseitige Leben, liebe Brüder, wir waren am Weinen. Alle um uns herum waren glücklich am Lachen. Die freuen sich, wir sind gekommen. Aber deswegen, der wahre Muslim denkt nach. Mein Rat für euch und für mich, dass wir inshallah zu denen gehören, die daran arbeiten, dass wenn sie das diesseitige Leben verlassen würden, sie werden das diesseitige Leben lächelnd verlassen, während andere um sich herum weinen. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa ma qarraba ilayhima min qawlin wa amal. اللهم نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أن عليك التكلان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين وعلى المؤمنين ونحن معهم يا رب العالمين. الله spricht im Koran جل في علاه: Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein, und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein. Und ein Tabi'i sagt, Ala ibn al-Musayyib, sagt: Der Tod ist härter als alles, was vor ihm war. Und der Tod ist leichter als alles, was nach ihm kommen wird. Das heißt, alles, was nach dem Tod kommen wird, ist härter als der Tod selbst. Das, was im Grab geschieht, das, was die Ungehorsamen erwartet im Grab, das, die Versuche im Grab von den zwei Engeln, Munkar und Nakir, ist schlimmer als der Tod selbst. Die Enge im Grab, die Finsternisse im Grab, die Skorpionen im Grab und die Schlangen, die den Menschen erwarten, sind schlimmer, a'udhu billah, als der Tod selbst. Und all die Probleme im diesseitigen Leben, die wir hatten, alle Sorgen, alle Schmerzen, alle Verluste, die wir erlitten haben, wallahi, sind nicht gegenüber dem Tod. Sind nicht zu vergleichen mit dem Tod, weil in diesem Moment vergisst du alle Sorgen dieser Welt. Du hast nur noch eine Sorge, wie du diesen Moment bestehst. Das ist die einzige Sorge, die du haben wirst. Das sind grausame Momente, aber diese Momente wurden heute leider, wir vergessen diese Momente, wir haben diese Momente vergessen, wir sind unachtsam gegen diesen Moment. Dieser Moment ist das Ende von jedem Sohn Adam. Und jeder Sohn Adam wird sterben müssen. Und jeder, egal, der Prophet Muhammad s.a.w. ist gestorben. Alle Propheten, alle Gesandten, alle sind tot. Alle Sahaba, alle Tabi'in sind gestorben. Und genauso wird ein Tag kommen. Und die werden sagen, wir sind auch gestorben. Sayyidina Umar sagt, der ist gestorben. Und der ist gestorben. Und der ist tot. Eines Tages kommt jemand und sagt, Umar ist tot. Eines Tages wird jemand kommen und sagt, Umar ist auch gestorben. Das heißt, wir werden alle sterben. Und dieser Moment ist unser Ende. Aber ich sage, das ist der Anfang von der ewigen Reise. Das Ende vom diesseitigen Leben bedeutet der Anfang von einer ewigen Reise, die keine Rückkehr hat. Eine ewige Reise ins Jenseits. Und jeder muss dahin, liebe Brüder. Aber der Erfolgreiche ist wer? Ist der, der sich vorbereitet hat für diesen Moment. Und das Schlimmste, was viele vergessen, besonders die Muslimin, sie behaupten, sie sind Muslimin. Aber wenn wir den Leben von den Muslimen gucken, deren Zuhause, wie sie leben, deren Verhalten, dann ist das das Gegenteil von dem, was sie behaupten. Jeder behauptet, er wäre gläubig. Aber wenn wir sein Leben beobachten, sein Verhalten beobachten, dann sehen wir und wir erkennen, dass es nichts mit Islam zu tun hat. Dass er sich gar nicht wirklich vorbereitet für den Tod. Besonders in diesem Moment, wo du am Sterben liegst, ganz einsam, von allem verlassen, da wirst du die letzten Worte deines Lebens sprechen werden, aussprechen. Und dies sind die wichtigsten Worte, die du je in deinem Leben gesagt hast. Warum? Weil diese Worte, die du sprechen wirst, werden dein Leben nach dem Tod entscheiden. Das sind die entscheidenden Worte für dein Leben nach dem Tod. Sie entscheiden, wohin du gehst. Ins Paradies oder ins Höllenfeuer. Die entscheiden, ob du ein glückseliger Mensch sein wirst oder ein unglückseliger, wal'iyadu billah. Diese Worte entscheiden. Aber liebe Bruder, diese Wort wirst du nicht aussuchen können. Weil dein Herz in diesem Moment wird sprechen. Du willst La ilaha illallah sagen, aber du schaffst es nicht. Ist schwer, weil in deinem Herzen drin ist alles andere außer La ilaha illallah. Alles andere außer diesem Wort, außer das Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah subhanahu wa ta'ala.